Die Energie präsentiert. Bei Zürchheimer Blog News. Stell dich ein beim Bürgermeister. Der traditionelle Neujahrsempfang der Gemeinde Veitshöchheim. Neu in Veitshöchheim, der neue Kommandeur General Potzus. Herzlich willkommen, darf ich dann von unserer Seite auch sagen, hier bei uns in Veitshöchheim. Ja, ganz herzlichen Dank. Lassen Sie mich eine kleine Korrektur an. Setzen. Ich bin ja nicht der Kommandeur, ich bin der Standortälteste und bin zugleich stellvertretender Kommandeur der 10. Panzerdivision. Genau, dann haben wir das natürlich richtig gestellt. Wir haben hier Ihr erster Neujahrsempfang in Veitshöchheim mit Bürgermeister, mit weit über 300 Leuten, die in Veitshöchheim hier heute zugegen sind. Wie hat es Ihnen gefallen? Ja, ganz prima. Vor allen Dingen die Art, wie der Bürgermeister hier diesen Neujahrsempfang durchführt. Mit der Bebilderung und die Art und Weise, wie er die Rede gestaltet hat, finde ich toll. Und wir haben da auch schon was abgekupfert. Das ist natürlich richtig, aber die Bundeswehr ist gerade im letzten Jahr noch mal ganz, ganz besonders mit viel Herz aufgefallen, dass man Flüchtlingen in der Kaserne eben Unterschlupf gewährt hat. Das Ganze ging bis Oktober. Sicherlich auch für den Standort der Kaserne eine besondere Herausforderung gewesen. Ja, sicher eine besondere Herausforderung, aber es war auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier unterstützt haben. Wir haben die Möglichkeiten gehabt und haben sowohl materiell als auch personell unterstützt und es war überhaupt keine Frage, dass das gemacht wird. Abschließend eine Frage, was wünscht sich der Soldat, der General, der Standort Veitshöchheim von seinen Bürgern im Jahre 2017? Ja, ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit, so wie ich sie hier in meinen ersten Wochen erlebt habe, weiter bleibt. Das ist ganz klasse, muss ich sagen, fühle mich hier toll aufgenommen. Und ich wünsche, dass wir in diesem Ort, in Veitshöchheim und darüber hinaus hier auch weiterhin eine so gute Zusammenarbeit pflegen wie bisher. Gutes 2017, Dankeschön fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank wünsche ich Ihnen auch. Die Energie präsentiert. Veitshöchheimer Blog News. Stell dich ein beim Bürgermeister. Der traditionelle Neujahrsempfang der Gemeinde Veitshöchheim.